Also ich denke mal, diese Überleitung, die wagen wir jetzt hin zum Spiel in Fürth am vergangenen Samstag, das du meines Wissens nach nachträglich dir zu Gemüte geführt hast und nicht live mitverfolgen konntest. Ist das richtig? Ja, genau. Und das war jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal der Fall, dass ich das Spiel nicht nur nicht sehen konnte, sondern dass ich es halt so überhaupt gar nicht verfolgen konnte, weil den Sieg gegen Regensburg, den habe ich so ja im Ticker und im Radio verfolgen können, war also schon irgendwie relativ zeitnah dabei. Aber tatsächlich saß ich während des Spiels in Fürth die ganze Zeit komplett im Flugzeug, und als wir in Düsseldorf dann wiederum landeten und dann als erstes den Flugmodus ausmachten, sagte meine Frau dann zu mir, der VfB hat nur 0-0 gespielt. Sagt, na gut, das ist auswärts ja nicht so schlecht. Und dann sagt sie, ach nee, das war nur das Halbzeitergebnis. Sie hat halt irgendwie so eine Push-Nachricht bekommen. Sie haben 2-0 verloren. Und das fand ich dann nicht mehr ganz so gut. Aber ich war da wirklich mal so komplett abgekoppelt vom aktuellen Geschehen und habe es dann erst gestern in aller Ruhe dann mir nochmal angeguckt. Ja, jetzt hast du es dir gestern angeschaut und ja, hattest praktisch nicht die Beschallung der diversen sozialen Medienkanäle mit dabei. Wie war es denn für dich? Also was würdest du denn jetzt für dich nach diesem ja, Auswärtsspiel so rausziehen? An was lag es, dass der VfB nicht gewinnen konnte? Also ich glaube, es lag vor allem daran, dass man mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, weil ja, Fürth hat das wirklich gut gespielt, aber der VfB war in der ersten Halbzeit, also zumindest vielleicht, ja, die ersten Spielminuten hatte Fürth auch noch was vor, aber dann war der VfB ja wirklich komplett überlegen, und eigentlich war es so ein Spiel, wo man dachte, okay, früher oder später fällt dann der Treffer für den Favoriten, und ja, dass der VfB dann halt mit 0-0 in die Halbzeit geht, ich denke, das war halt schon so ein Knackpunkt, weil eigentlich musst du das Spiel nach 25 Minuten führen mit ein oder zwei Toren, und dann ist das Ding halt in meinem Empfinden auch mehr oder weniger durch, und das fehlte halt. Und was halt auch dann, ich sage das relativ selten, aber in dem Fall finde ich es dann zutreffend, auch fehlte, war echt das Spielglück, weil ich glaube, Greuther Fürth hatte außer den beiden Toren vielleicht noch eine halbe Chance irgendwie und sonst gar nichts, und die beiden sind halt drin, während der VfB halt beste Chancen vergibt, und es war tatsächlich die Chancenverwertung, und dann muss man sich aber fragen, ist das jetzt mangelnde Konzentration, mangelnde Leidenschaft, mangelnde Fokussierung, also woran liegt das? Und ich hatte mir gestern auch noch vorher dann das Spiel von Bielefeld angeguckt gegen Wien Wiesbaden, und auch Bielefeld hat kein gutes Spiel abgeliefert, und beim Stand von 0-0 hatte Wien Wiesbaden eine relativ große Chance zum 1-0, trafen nur den Pfosten. Und dann macht Bielefeld halt dieses 1-0, und damit ist das Spiel halt durch. Und da hat man schon so ein bisschen den Unterschied gesehen aktuell zwischen Arminia und dem VfB, den ich aber nicht ganz genau definieren kann, worin der jetzt wirklich liegt. Ja, also der große Unterschied aus meiner Sicht ist, dass Arminia Bielefeld die Spiele, in denen sie nicht so besonders gut sind, nicht verlieren. Also wenn du mal schaust, Bielefeld hat halt bislang 2 Spiele verloren. Und es waren definitiv mehr Spiele dabei, wo sie nicht ganz so überlegen waren, auch nicht ganz so gut gespielt haben. Aber sie haben die Spiele nicht verloren, haben dann wenigstens unentschieden gespielt. Und darin liegt für mich so der Schlüssel. Also der VfB hat halt oft das Problem, dass man Spiele, wie zum Beispiel auf St. Pauli, nicht noch wenigstens zu einem Unentschieden biegen kann, sondern dass man dann meistens die Dinger einfach verliert. Und darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Liegt es an der Qualität oder sind es andere Parameter, die dazu führen, dass diverse VfB-Stürmer vor dem Tor, vor dem gegnerischen Tor versagen? Und ja, ob wir vielleicht dann doch eine nicht ganz so pralle Abwehr haben, wie es in den letzten Wochen den Anschein machte. Denn ja, ich glaube, das war auch eine trügerische Sicherheit, dass wir in den ersten Spielen unter Materazzo wenig Gegentore bekommen haben. Und viele dachten, ja, also das hat er jetzt einfach ja, gefestigt das Gebilde und das passt jetzt und wir sind nicht mehr so anfällig. Wir sehen halt, dass es, wie auch schon in der Hinserie eigentlich, wenn es individuelle Fehler gibt, uns vor Probleme stellt, weil wir das nicht einfach dann so ausbügeln können, sondern meistens ist es dann auch wieder eine Fehlerkette, die dann einsetzt. Also da kommen wir jetzt gleich nochmal detailliert drauf zu sprechen. Ja, gibt mit Sicherheit viele Gründe. Aber Sebastian, lass uns ganz vorne anfangen. Eigentlich war es ja klar, dass wir dieses Spiel verlieren. Es sprach alles dafür, dass wir dieses Spiel verlieren. Erstens mal konnten wir, glaube ich, in jeder Zeitung vor diesem Spieltag lesen, dass in den Duellen zwischen Fürth und Stuttgart immer die Auswärtsmannschaft torlos blieb. In den zurückliegenden, glaube ich, 9 Duellen blieb immer die Auswärtsmannschaft torlos. Somit war klar, wir erzielen kein Tor. Dann kommt dazu, dass Fürth seit jetzt inzwischen 9 Partien in Folge immer getroffen hat.
Damit war ja eigentlich schon klar, wir können dieses Spiel nicht gewinnen. Und dann gibt's ja noch diese berühmten Statistiken. Da kommt der VfB dann immer gern zur Hilfe, um einfach mal so eine Tradition zu brechen. Und da war es so, dass Fürth seit 3 Jahren nicht mehr gegen einen Bundesliga-Absteiger gewinnen konnte. Und auch das spricht ja eigentlich für unseren VfB, dass wir da einfach mal so ein bisschen Aufbauhilfe leisten und uns als, ich sag mal, opferbereit erklären. Aber ganz so einfach war es natürlich nicht. Ja, also im Großen und Ganzen hat das Fürth schon ganz gut gemacht. Nichtsdestotrotz ist der VfB sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Nach 4 Minuten ging das schon richtig ordentlich los aus meiner Sicht. Da hatte Silas eine Riesenchance und ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du so diesen ganzen Social Media Kladderadatsch mitbekommen hast. Ich glaube, du hast da einen Bogen drum gemacht, auch im Nachhinein, oder? Ja, ich habe es nicht nochmal komplett nachgelesen, sondern ich habe schon den Unmut der VfB-Timeline dann am Samstag noch so ein bisschen mitverfolgt, aber ich habe es nicht mehr en Detail nachgelesen. Ja, da wurde ja viel über Silas auch wieder geschimpft und ja, man hört es ja häufiger mal, dass Silas nicht besonders gut sei oder beziehungsweise ein Problem sei für das Angriffsspiel. Also ich sehe es da ein bisschen anders. Auch in diesem Spiel konnte man sehen, fast jede gefährliche Aktion läuft über Silas. Natürlich macht er nicht alles richtig, würde er alles richtig machen mit 20 Jahren und das Tempo mit sich bringen und die Technik oder beziehungsweise die Technik ist jetzt nicht das, was ihn ausrechnet, aber das Tempo vor allem und mit Sicherheit der ein oder andere sehenswerte Trick, dann würde er ja einfach nicht beim VfB spielen. Ja? Und dann hättest du wahrscheinlich einen Spieler, der irgendwo in Dortmund oder weiß ich nicht, bei Gladbach spielen würde. Es hat schon einen Grund, warum der VfB den für sich gewinnen konnte in der zweiten Liga. Und das sind dann halt eben diese kleinen Defizite. Aber man muss halt wirklich sagen, eigentlich alle gefährlichen Aktionen laufen über Silas. Und wenn er nicht beim VfB spielen würde oder nicht von Anfang an spielen würde, glaube ich, dass es noch mauer aussehen würde nach vorne. Und für mich ist gleich diese 4. Minute einfach so ein Sinnbild für den Rest des Spiels. Denn an und für sich macht es der VfB richtig gut. Wir sehen in der 4. Minute einen einstudierten Spielzug. Karasor schlägt den Ball lang auf Al-Ghadoui und der legt dann per Kopf ab auf Castro. Castro spielt direkt weiter auf Didavi. Das ist alles wirklich One-Touch-Football One-Touch-Fußball, wie auch immer. Und Didavi ist dann auf links. Silas hinterläuft. Wie gesagt, alles einstudiert. Es gibt den Schnittstellenpass von Didavi auf Silas. Bis dahin ist das einfach nur eine Augenweide, muss man ganz ehrlich so sagen. Und die Schnelligkeit von Silas dann im Sprintduell gegen Sauer spricht für sich. Ja, da kommt halt einfach kaum ein Abwehrspieler mit. Dann spielt er den Sauer auch noch aus. Und dann gibt's halt diesen Moment, wo er im Strafraum steht und glaub hier sagen viele, ja, Mensch, da muss der Silas den Al-Ghadoui anspielen am zweiten Pfosten oder den Castro, der steht auch relativ zentral. Aber wenn man sich das Spiel oder diese Szene mal genauer anschaut, das Spiel kurz anhält, dann sieht man, dass Al-Ghadoui zwar am zweiten Pfosten anspielbar wäre, theoretisch, allerdings steht da Wittek auch noch sag ich mal, in Reichweite, könnte damit einlaufen und dann eben so eine Flanke oder so einen Chipball abfangen. Dann sagen alle wieder, ja, warum zieht der Silas jetzt nicht ab? Und auf der anderen Seite, Castro hat, glaube ich, auch mit den Armen gewedelt. Der steht 13 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor, relativ frei, muss man sagen. Aber auch hier siehst du dann Caligiuri, der den Passweg ganz gut zustellt. Also auch hier kann ich verstehen, dass Silas nicht versucht, Castro anzuspielen. Und ja, Silas entscheidet sich dann letzten Endes für den Torschuss. Und an und für sich war das ja auch gar keine schlechte Idee, das lange Eck war frei, aber er verzieht das Ding halt. Und aus meiner Sicht wäre die beste Variante gewesen, er hätte versucht, Massimo anzuspielen. Also macht euch mal den Spaß, schaut euch diese Szene nochmal an, haltet das Spiel kurz bevor Silas seine Entscheidung trifft, kurz an, schaut euch das Standbild an, dann seht ihr, dass Massimo am rechten Strafraumeck komplett frei steht. Und ich glaube, wenn Silas ihn anspielt und Massimo dann abziehen kann, dann haben wir die größten Erfolgschancen auf dem Tor. Ja, aber ja, was sagst du zu solchen Situationen? Also verstehst du die Kritik an Silas, dass er häufig dann, weiß ich nicht, die falschen Entscheidungen trifft, dass seine ersten Kontakte nicht immer so sauber sind? Also wie siehst du es, wie stehst du zu Silas? Würdest du ihn mal draußen lassen? Auf gar keinen Fall. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde, er ist ein toller Spieler, ist halt ein Unterschiedsspieler, weil er halt einfach so brutal schnell ist und wirklich die gegnerische Defensive in Unordnung bringen kann. Aber genau die Situation, wie jetzt in der 4. Minute gegen Fürth, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Also Silas kommt am 16er oder im Strafraum, kommt frei zum Schuss und er versucht halt
fast immer den Ball halt irgendwie da hinten ins Eck reinzuhängen. Ja? Und ich finde, wenn er da den Ball bekommt, dann muss er ihn zumindest aufs Tor bringen. Also von mir aus muss der Ball nicht im Winkel landen, mir wäre es halt recht, er kommt einfach aufs Tor. Von mir aus kann der Torwart auch durch die Beine flutschen lassen, aber er muss halt einfach aufs Tor kommen. Und das ist von dort aus machbar, dass er aus der Position den Abschluss sucht und nicht nochmal abspielt, ist völlig okay. Aber das Ding sollte halt aufs Tor kommen oder es sollte halt häufiger aufs Tor kommen. Und diesen Versuch, den wir da gesehen haben, den haben wir halt schon relativ häufig gesehen. Und ja, da fehlt mir halt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und die Abschlussqualität, die dann vonnöten wäre, weil wir müssen nicht drüber reden, wenn der VfB nach 4 Minuten 1-0 führt, dann wird es halt weitaus einfacher, als es dann jetzt geworden ist. Und ja, da fehlt einfach so ein bisschen ihm noch die Kaltschnäuzigkeit. Aber ich kann ihm das natürlich auch durchaus nachsehen. Er spielt halt seine erste Saison halt in der zweiten Bundesliga. Er ist ein junger Spieler. Das kommt hoffentlich noch. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass die Dinge halt aufs Tor kommen irgendwie und nicht halt immer der Versuch kommt, den möglichst halt schön zu machen, dann doch irgendwie leicht am Eck vorbeigeht. Ja, ich glaube schon, dass es ein Qualitätsproblem ist und aber auch vielleicht ein bisschen was mit Erfahrung dann wieder zu tun hat. Also ein Spieler, der da etwas locker, ruhiger bleibt, der macht den vielleicht dann eher. Der zimmert halt einfach drauf oder beziehungsweise guckt sich den Torwart besser aus. Keine Ahnung, aber ich habe schon das Gefühl, dass er dann etwas nervös wird in solchen Situationen und auch nicht so richtig weiß, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Also er kämpft da so ein bisschen mit sich selber, habe ich manchmal das Gefühl. Und das muss man einfach einem jungen Spieler zugestehen. Also ich bin bereit, einen 20-Jährigen dann auf dem Platz zu sehen, der dann so eine Chance vergibt. Das ist mir dann lieber, als wie wenn, weiß ich nicht, Gomez so ein Ding versiebt. Oder das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil er natürlich jetzt nicht diese Dynamik mit reinbringt wie Silas. Aber ich sehe halt keinen Spieler, der überhaupt erst in diese Situation kommen kann. Weil nur durch Silas Dynamik kommen wir an diesen Punkt, dass er diese Möglichkeit hat, 3 Mitspieler anzuspielen oder selbst abzuschließen. Das fehlt ja sonst komplett im Spiel des VfB Stuttgart. Also Gonzalez kann das vielleicht noch mit reinbringen. Der war aber leider Gottes jetzt zuletzt verletzt und musste jetzt erstmal auf der Bank Platz nehmen. Aber das ist noch jemand, der vielleicht so eine Dynamik mit reinbringt. Aber auch er hat ja seine Schwächen, was den Torabschluss angeht. Ja, kurze Zeit später, die nächste große Chance für den VfB, wieder ist Silas beteiligt, los ging es eigentlich über Castro, also die ganze Situation entsteht aus einer Fürth-Ecke heraus, der VfB kann kontern und über die Davi landet der Ball dann bei Castro, der spielt Silas an und der macht das hier auch wieder richtig stark, erstmal behauptet er sich gegen Maximilian Bauer und kann dann noch 2 weitere Fürther auf sich ziehen und dann macht er eigentlich alles richtig, legt den Ball auf die Davi ab und der versucht es dann mit der linken Innenseite und verzieht. So, das ist halt dann etwas, was ich eher kritisiere. Also da erwarte ich halt von so einem Spieler wie Daniel Didavi, dass er den Ball, also wie du es vorhin schon gesagt hast, aufs Tor bringt. Und da kann man jetzt auch wieder fragen, an was liegt das, dass Didavi einerseits so ein Spiel abliefert oder ja, so ein Ding reinzimmert wie letzte Woche gegen Regensburg und diesmal kriegt er aus einer wirklich guten Position den Ball noch nicht mehr aufs Tor. Ist es dann einfach nur Pech oder ist es dann auch wieder Qualität oder was ich auch häufig gelesen habe, es fehlt die Entschlossenheit. Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ja, aber im Fall von Didavi muss es ja fast irgendwie so ein softer Faktor sein, ne? Weil die Qualität fehlt ihm sicherlich nicht. Das hat er in den letzten Spielen deutlich gezeigt. Ja, aber woran liegt das, ne? Also wenn er jetzt Vollspann nimmt und übers Tor jagt, okay, aber er nimmt ihn halt wirklich mit der Innenseite und schiebt trotzdem irgendwie 1,5 Meter am Tor vorbei. Das kann einfach nicht sein. Und ist er da schon in Gedanken beim Anstoß nach dem Tor für Fürth? Oder also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ihr habt echt die Szene gesehen und war fassungslos, dass der Ball halt dann doch relativ deutlich neben das Tor geht. Also kann ich nicht erklären, aber ja, Entschlossenheit ist dann vielleicht wirklich so das Ding oder auch vielleicht Konzentration, weil bei ihm kann es definitiv nicht an der Qualität liegen. Aber weil ich Entschlossenheit häufiger gelesen und auch gehört habe in der Berichterstattung, nochmal die Nachfrage, weil ich kann es wirklich nicht so richtig greifen. Was ist fehlende Entschlossenheit in dem Moment? Also ich meine, der möchte doch das Tor erzielen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Silas hätte ein bisschen früher das Abspiel finden können. Ja, vielleicht dauerte das zu lang, schwer einzuschätzen. Ich war noch nie in so einer Situation, dass ich da mit Highspeed aufs gegnerische Tor zugerannt bin und mit den Qualitäten eines Daniel Didavi ausgestattet war. Vielleicht braucht es da doch ein paar Sekunden, bis der dann das verarbeitet, wenn der Mitspieler einfach nicht so spielt, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Das kann ja auch noch mit reinspielen. Aber ich möchte mich weiter an dieser Entschlossenheit aufhängen. Ich erkenne das halt nicht, dass die Spieler unentschlossen sind oder so, sondern ich sehe schon, dass die direkt den Abschluss suchen, aber der Abschluss an sich qualitativ einfach zu schwach ist. Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt jetzt in dem Fall bei Didavi. Das war einfach ein scheiß Schuss. Oder? Ja, genau, aber
Also, wenn er jetzt Vollspann genommen hätte, ne, und geht volles Risiko und sagt, hey, ich zimmer den in den Winkel und egal, ob der Torwart drankommt, nicht, der ist halt drin. Aber das war es ja nicht. Ne? Er geht ja dann doch so relativ kontrolliert ran und trotzdem schiebt dann halt komplett kontrolliert am Tor vorbei. Ja. Also solche Szenen kann ich mir nicht erklären. Genauso wie, ich weiß gar nicht, in welchem Heimspiel das war, als Daniel Davi aus 16 Metern zum Schuss kommt und den Ball wirklich über den Zaun jagt. Ne? Also, gegen Aue. Gegen Aue war das, ne? Ja, was ich mir jetzt nochmal angucken wollen würde, was mir gerade noch einfällt, vielleicht hat es das mit dem Platz zu tun gehabt. Es kann natürlich sein, dass der Ball irgendwie nochmal blöd aufspringt und er sich mit der Innenseite sicherer fühlte. Das ist mir beim ersten Mal anschauen nicht aufgefallen. Ich muss schon wieder dazu sagen, ich habe gestern, war ich schon um 6 Uhr wach am Sonntag und habe bis um 12 dieses Spiel geguckt. Von 6 bis 12 Uhr habe ich mir das Spiel angeguckt, weil es so viele Punkte gab, an denen ich einfach nochmal Stopp machen musste, nochmal zurückspulen musste, weil es lief viel gut. Auf der anderen Seite fand ich halt auch vieles gut, was Fürth gezeigt hat, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Abschließend zu der Situation noch, Al-Ghadoui ist für mich auch ein Faktor gewesen, warum aus der Chance nicht mehr geworden ist, denn ich glaube, wenn sich Al-Ghadoui noch ein bisschen mehr von Maximilian Sauer gelöst hätte, wäre er auch noch eine Anspieloption gewesen. So steht er mehr oder weniger gut gedeckt von einem Vierter einfach im Strafraum rum und ist keine Anspieloption für Silas. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass Silas kurz noch einen Moment überlegen musste. Vielleicht wollte er Al-Ghadoui auf dem zweiten Pfosten anspielen, aber der war halt einfach nicht anspielbar, weil er gut gedeckt wurde. Also da fehlt Al-Ghadoui manchmal natürlich auch so ein bisschen das Raumgefühl, möchte ich mal sagen. Also der macht seinen Job schon ganz gut, gerade für diese Ablöse und auch für die Erwartungen, die wir an ihn so hatten. Aber du merkst halt schon, dass das halt kein absoluter Top, das ist kein Terodde, so möchte ich es mal sagen. So, und das siehst du in solchen Situationen. Also ein Terodde hätte sich da, glaube ich, in eine bessere Abschlussposition gebracht und als Option eher angeboten. Ja, aber das sind halt so schon mal zwei Chancen gewesen. In der 16. Minute kommt dann auch noch die von Silas dazu. Aus meiner Sicht war das ein guter Abschluss, der dann halt knapp am Pfosten vorbeigeht. Aber eine dieser drei Chancen muss eigentlich drin sein, oder? Da sind wir uns einig. Genau, also ich habe ja, wie gesagt, gestern geguckt und dann, nachdem ich in der 20. Minute dann auch diese vermeintliche Elfmeter-Reife-Situation gesehen hatte, als Castro von hinten umgestoßen wird, dachte ich, das kann nicht sein, dass es nach 20 Minuten 0-0 steht. Also eigentlich musst du entweder Silas oder die Davi musst das erste machen und dann kriegst du eigentlich einen Elfmeter und der ist dann relativ sicher drin und dann steht es 2-0 und das Ding ist halt durch nach 20 Minuten. Ne? Und mit dem Wissen, wie es dann halt am Ende ausgegangen ist, ja, fand ich das halt extrem bitter, dass es nach 20 Minuten noch 0-0 stand. Ja, zu dem Elfmeter kommen wir sofort. Ich möchte noch eine Szene kurz erwähnen, und zwar in der 16. Minute hat man auch so ein bisschen gesehen, dass der VfB, ich möchte nicht sagen, nicht alles investiert hat in dieses Spiel, aber es gab ja diese Aussage von Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel, dass er oder die Mannschaft sich in der Rolle des Jägers sehr gut fühlt oder wohlfühlt. Sie möchten immer jagen, hat er da gesagt. Und in der 16. Minute gab es so eine Situation, Al-Ghadoui bekommt auf der linken Seite den Ball und sucht dann wirklich sekundenlang verzweifelt nach einer Anspielstation. So, dass er fast bis zur Mittellinie zurücklaufen muss. Und es kommt einfach niemand ihm entgegen oder bietet sich als Anspielstation an. Und das ist auch etwas, was ich kritisiere, wenn ich vorher diese Marschroute ausgebe oder sage, ich möchte jagen, ich fühle mich in dieser Rolle des Jägers sehr wohl und wir möchten praktisch jedes Spiel gewinnen. Da fehlt mir dann in solchen Momenten auch so ein Zeichen von einzelnen Spielern, dass sie das auf den Platz bringen. Also, dass sie wirklich sich anbieten, einen extra Weg gehen möchten. Genau das, was Fürth ja eigentlich gemacht hat. Also, die waren ständig in Bewegung. Und das ist ja auch kein Zufall, dass die 5,5 Kilometer mehr gelaufen sind in 90 Minuten als der VfB. Und ich glaube, dass man das in diesen Situationen immer wieder gesehen hat. Dass es da ja einfach nochmal so diesen zusätzlichen Schritt bedarf hätte, um dann neue Anspielstationen zu kreieren oder eben Wege oder Räume zu öffnen für einen Spieler, der gerade den Ball am Fuß hat. All das fehlte so ein bisschen, aber erst nach 16, 20 Minuten, als ich glaube ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation eingestellt hat beim VfB, weil wie du halt das auch so empfunden hast, dass man jetzt hier eigentlich führen müsste und wir kommen jetzt zum Elfmeter, den auch noch verdient hätte und steht aber mit leeren Händen da, dann scheint der ein oder andere ja, so ein Motivationsproblem zu bekommen und nicht mehr bereit zu sein, das noch zu investieren, was man in den ersten 20 Minuten investiert hat. Denn die Chancen sind ja nicht daraus entstanden, dass das Fürth so besonders schlecht war, sondern dass man halt wirklich eine Menge investiert hat in den ersten Minuten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt ganz kurz zu dem Elfmeter. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein klarer Elfer, oder?
Ja, für mich schon. Also, weil ich diese Argumentation, dass Castro irgendwie das Foul annimmt, das zählt für mich nicht, weil er sieht den Gegenspieler im Rücken nicht. Ne? Er guckt halt nach vorne, steht, glaube ich, ungefähr am Elfmeterpunkt, er kriegt den Ball, er will den Ball verarbeiten und zum Abschluss kommen wir dann von hinten einfach über den Haufen gerannt. Ne? Das ist, also, er kann da gar kein Foul annehmen oder irgendwie schon aktiv nach unten gehen, weil er weiß gar nicht, was von hinten kommt. Und ja, das ist glasklarer Elfmeter. Also ich habe heute den guten Spruch gehört, wer später bremst, ist länger schnell. Und so ähnlich ja, aber, war das ja genau, in dem aber, Fall. Genau, wer von hinten auffährt, hat immer Schuld. Und was genau. Im Straßenverkehr gilt, gilt auch im Strafraum. Also und der, ich weiß, glaube ich, Wittek, er fährt von hinten auf, also er hat Schuld, gar keine Frage. Sehe ich genauso. Also ich verstehe in diesem Moment halt wirklich wieder nicht, dass es noch nicht mal eine Überprüfung gab, weil Es ist für mich halt so eindeutig gewesen, dass die da, also ja, wie sage ich schon, dass Castro sich hier nicht hat fallen lassen, sondern. Er war ja eigentlich in einer guten Abschlussposition und holt aus, möchte schießen und fällt dann um. Also es macht halt null Sinn, in dem Moment sich fallen zu lassen, weil du ja eigentlich erkennen konntest, er hat die Entscheidung zum Schuss getroffen und lässt sich dann fallen. Also das macht halt einfach keinen Sinn. Genau, und er geht ja nicht gegen seinen Gegenspieler irgendwie in den Strafraum rein und sucht das Foul oder so. Nee, er steht da ja in bester Abschlussposition und wird halt einfach von innen umgeschubst. Ne? Ja. Also eine unglückliche Situation auch von Wittek, aber das bringt ja trotzdem nichts. Es ist halt faul. Also das ist halt eine Aktion, die im Strafraum aus meiner Sicht eine hundertprozentige Torschuss verhindert. Also hier gibt es für mich nur eine Meinung und das ist Elfmeter und ich finde es ja, abenteuerlich, dass diese Situation nicht überprüft wird. Dann gut, die gelbe Karte, die Davi, jetzt bin ich schon wieder bei die Davi, die Castro danach noch bekommt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Zum einen das Handspiel, zum anderen ja, gibt es die Aktion mit dem Ball. Ich glaube, Castro hat danach gesagt, Emotionen gehören dazu, wenn bei jeder Kleinigkeit gepfiffen wird und man für jede Meinung gelb kriegt, dann können wir alle Schach spielen. Ist natürlich an und für sich jetzt mal eine Aussage, da würde ich als Fan wahrscheinlich applaudieren. Auf der anderen Seite haben wir halt eben das Problem, dass auf kleineren Plätzen ja die Gewalt gegen Schiedsrichter einfach zunimmt. Und ich bin dann eher hier auf Seiten des Schiedsrichters, der sagt, dafür gebe ich gelb, weil der Spieler muss diesen Ball nicht wegschlagen. Das ist eins drüber, sage ich jetzt mal. Und ja, die gelbe Karte wegen Meckerns geht völlig geht genauso in Ordnung, wie der ausbleibende Elfmeterpfiff nicht in Ordnung geht. Aber wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann pfeift er halt nicht, dann kann ich mich halt kurz aufregen, aber ja, er hält den Ball halt fest, dann wird halt Handspiel gepfiffen, er regt sich auf. Das ist auch okay, dass er sich aufregt, aber irgendwann ist dann halt auch gut, ne? Und dann kriegt er gelb wegen Meckerns, damit die Sache auch erledigt. Aber die Tatsache, dass sich Gonzalo Castro, der jetzt ja nicht gerade als impulsiver Spieler gilt, sich dann so aufregt, zeigt ja auch deutlich, dass er da irgendwie keinen Elfmeter schinden wollte, sondern ja, einfach auch das Gefühl hatte, der Chance beraubt worden sein und da einfach gefoult wurde. Für mich zeigte das sogar noch ein bisschen mehr, nämlich, dass er allgemein einfach unzufrieden war, dass es aktuell noch 0-0 steht. Also es war nicht nur dieses Foul, sondern auch die Situation, dass oder das Gefühl wahrscheinlich, oh Gott, das wird wieder so ein Spiel wie gegen Sandhausen, wie gegen Osnabrück, auch wenn da die Tore früher gefallen sind. Aber trotzdem hattest du halt das Gefühl, du kannst hier noch monatelang spielen. Du wirst einfach dieses Spiel nicht gewinnen. So. Und dann, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, kann der VfB halt einfach nicht umswitchen und diese Spiele wenigstens nicht verlieren, sondern meistens verlieren wir dann solche Partien. Ja, die Entwicklung nahm dann so langsam aber sicher seinen Lauf, denn dieser Elfmeter, ich möchte nicht sagen, dass das der nicht gegebene, dass das ein Bruch war im Spiel, aber er führte schon dazu, dass, ja, dass es mehr Fehlpässe gab irgendwie. Also der VfB wirkte einfach unzufriedener. Und auf der anderen Seite nahm die Ungeduld so ein Stück weit zu, ist mir aufgefallen. Also die Fürther hatten es etwas leichter, die Bälle zu erobern. Und es lag jetzt nicht nur daran, dass der VfB, ja, oder dass die Fürther deutlich besser geworden sind, sondern es lag eher daran, dass der VfB immer hektischer spielte. Und das ist mir auch aufgefallen, ja, diese Ungeduld zieht sich durch die komplette Saison. Also man verliert dann so ein bisschen den Glauben an die eigene Stärke, habe ich das Gefühl. Hast du auch das Gefühl gehabt? Ja, schon. Also dieses Wissen, dass man halt auswärts schon mehrere dieser Spiele verloren hat, die scheint schon relativ tief in den Köpfen zu sitzen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass man jetzt nicht oder dass die VfB-Spieler nicht ausstrahlten, komm, jetzt spüren mal weiter, es steht 0-0 und irgendwann machen wir unser Ding schon, sondern ja, die wurden halt dann schon so ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig, ein bisschen fahrig, ein bisschen ungeduldig. Das habe ich auch festgestellt, so ohne es jetzt irgendwie an harten Fakten festmachen zu können, aber dieses Gefühl beim Gucken hatte ich auch, ja. Da wäre mir halt recht, wenn dann einer der erfahrenen Spieler irgendwie so ein bisschen das Ganze wieder beruhigt. Das fehlt mir aber auch ein Stück weit. Also ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt als erstes nennen würde, weil die Davi ist halt für mich nicht der Lautsprecher schlechthin auf dem Platz.
Ja, der macht seine Aufgabe eigentlich ganz gut. Also ich finde weiterhin, das ist für uns der entscheidende Spieler im Aufstiegskampf. Also den möchte ich jetzt ja gar nicht zu sehr kritisieren. Castro ist auch nicht so der Typ, der da der Denker und Lenker ist. Eigentlich müsste er es können, aber ich habe auch das Gefühl bei Castro, er ist immer noch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. So richtig zufrieden ist er weiterhin nicht mit seiner Rolle hier beim VfB. Damit meine ich jetzt nicht die Position, die er auf dem Platz spielen muss, sondern ich glaube, dass er von sich mehr erwartet und das nicht so richtig abrufen kann aus irgendwelchen Gründen. Ja, und dann fehlen dir halt so Spieler wie Holger Badstuber, die vielleicht dann auch mal das Spiel so ein bisschen in gewisse Richtung lenken können. Ja, schwierig. Also da würde es mir halt einfach besser gefallen, wenn man geduldig bleibt. Von mir ist dann auch mal ein Gang zurückschaltet, wenn du so eine stressige Anfangsphase hinter dir hast, viel Gas gegeben hast, dich vielleicht nicht belohnt hast, aber dann lieber mal wieder ein Stück zurückfahren, nicht ganz so früh pressen. Vor allem, das hält mir gerade noch ein, so ab der 30. Minute hast du auch gemerkt, dass sie nicht mehr als Verbund zusammen dieses Pressing so gut durchgeführt haben wie in den ersten Minuten, der VfB jetzt, sondern dass es dann irgendwie so Verschiebungen gab. Also der eine ist mal stärker angelaufen als der andere und plötzlich kamen halt dann auch Räume zustande führt eben aus dem Grund, weil dieses Pressingverhalten nicht mehr ganz so einheitlich war, wie das eigentlich ja zu Beginn des Spiels ablief. Ja, folgerichtig haben dann auch die Fürther ihre erste Chance bekommen nach 27 Minuten. Man muss sagen, auch hier war ein bisschen Glück dabei. Der Ball von, ich glaube, Seguin hat die Ecke getreten. Jetzt muss ich überlegen, ja, ich glaube, die Ecke hat in dem Fall nicht Seguin getreten, der hat die meisten getreten, aber die nicht, die landete aber dann trotzdem bei ihm und der flankt dann von der rechten Strafraumkante auf Branimir Hagota und Massimo eigentlich da mit einem echt groben Stellungsfehler, hat etwas Glück, dass Hagota auch nicht perfekt zum Ball steht und Hagota köpft dann Massimo an den Rücken, ja, und der Abpraller landet wieder gefährlich vor Hagota, und da müssen wir uns bei Ned Phillips bedanken, der ganz, ganz schnell reagiert hat und mit dem Kopf in höchster Not klärt. Das war die erste große Chance, möchte ich sagen, für Greuther Fürth in diesem Spiel und hat natürlich die Fürther auch so ein bisschen angestachelt, ja, an den Sieg zu glauben, weil ich glaube, solche Situationen, ja, wenn du merkst, der VfB steht hinten nicht ganz so sicher, der Massimo ist anfällig, der Phillips hatte auch nicht seinen besten Tag, übrigens auch Stenzel hatte nicht seinen besten Tag, wenig Zweikämpfe gewonnen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ja, der stachelt dich so ein Stück weit an, dass du dann doch nochmal vielleicht eine Schippe drauflegst, weil das könnte genau, man schon... Das Ding jetzt, ich finde das Ding ist aber auch schlechter als es war, weil es war, glaube ich, die einzige Chance der Fürther in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Und es war ja nicht mal eine Chance, weil Hagota ist ja nicht mal zum Abschluss gekommen. Also es wurde ja von Ned Phillips geklärt, bevor er zum Abschluss kommen konnte. Und das war echt das einzige Mal, dass Fürth gefährlich vorm Stuttgarter Tor auftauchte, während der VfB, ja, wie gesagt, zwei Tore hätte schießen können oder müssen und einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Und insofern fand ich das dann... Das 0-0 halt, ja, zur Halbzeit sehr schmeichelhaft für Fürth. Und insgesamt fand ich die Leistung des VfBs halt mit Ausnahme der Chancenverwertung wirklich gut in den ersten 45 Minuten. Zumal es ja nochmal eine große Chance für Al-Ghadoui in der 31. gab. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass Al-Ghadoui ja mehr oder weniger im 1-gegen-1 Duell auf Sascha Burchard zulief. In der nachdem er seinen Gegenspieler da vorher sensationell ausgewackelt hatte. Ja, ne? Das ja, war ja genau. Spektakulär. War auch Wittek in dem Fall, der sich da hat auswackeln lassen von Al-Ghadoui. Und ja, da muss man aber sagen, das macht der Burchard richtig stark. Ja. Aber trotzdem darf man, ne, also ja, macht den Al-Ghadoui halt eher einen Vorwurf bei so einer Chance als Silas, ne? Weil er ist genau für solche Situationen geholt worden, dass er da halt genau, wie er es schon gezeigt hat, dass er es kann, solche Dinge halt einfach reinmacht. Ne? Und das wäre halt einfach Gold wert gewesen in so einem Spiel. Und das wäre ja nicht seine einzige Chance, die er nicht hat machen können. Ja, dann kommen wir zum 0-1 in der 47. Minute. jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln, weil jetzt... Es sind so viele Dinge da passiert, so viele Fehler sind dem VfB unterlaufen. Das kotzt mich dann schon ein Stück weit an, weil das ist so ein vermeidbares Tor gewesen. Aber ja, eins nach dem anderen. Also es gibt einen Einwurf für Fürth. So, dann muss man sagen, gibt es die Situation, dass Karasor, also der Einwurf wird reingeworfen, wird nicht besonders gut eingeworfen von Fürth. Und Karasor ist eigentlich eine Situation, wo er diesen Einwurf relativ souverän klären kann. Könnte, ja, rausköpfen, wegschlagen, kann sich abdrehen und zu seinem eigenen Torwart spielen, aber stattdessen muss man sagen, macht er das, was eigentlich am dümmsten war in der Situation, nämlich er köpft nach vorne,
erwischt den Kopfball aber nicht so hundertprozentig und köpft Howard Nielsen, der übrigens vom VfB-TV-Kommentator immer als Howard Nielsen bezeichnet wurde. direkt ich habe es gestern auf VfB-TV geguckt, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, er hat ein paar so lustige Dinge dabei gehabt, aber Howard Nielsen fand ich gut. auf jeden Fall, den köpft er auf die Brust. Und dann muss man auch sagen, dass das Endo dann im folgenden Zweikampf schlecht aussieht. Also hier ist der zweite Fehler. Erst der Fehler von Karasor, der die Situation einfach besser bereinigen muss. Muss ein bisschen besser stehen zum Ball. Klar, vielleicht ist er überrascht, dass er überhaupt an diesen Einwurf rankommt. Das kann sein. Aber trotzdem, in dem Moment, wo ich merke, ah, hier, scheiß Situation, der Ball kommt jetzt doch nicht direkt auf meinen Fuß oder was weiß ich, auf die Brust, sondern ich muss ihn per Kopf nehmen, dann köpfen lieber noch mal ans Aus oder so. Weil es war eine Situation in einer Zone, die eigentlich nicht besonders viel Gefahr verspricht für Fürth. Also von daher ein bisschen blöd gelöst von Karasor. Endo führt dann einen schlechten Zweikampf und Nielsen passt dann auf Tillmann, der dann von Karasor gefoult wird. Ja, ich glaube, das war fast nicht zu vermeiden, weil Tillmann hat dann einen coolen Trick gezeigt, hat Karasor so ein bisschen durch die Füße gespielt und Karasor hat sich dann gedacht, nee, wenn ich den jetzt ziehen lasse, dann ist der auf der rechten Seite durch und kann relativ frei flanken. Den muss ich jetzt hier stoppen. Von daher verstehe ich, dass man hier das Foul sucht. Das geht für mich klar. Ist halt vorher verkackt worden, auf Deutsch gesagt. So, und dann gibt's diesen Freistoß, getreten von Wittek aus halbrechter Position. Und Al-Ghadoui kommt an den Ball. So, haben alle gesagt, wie kann denn der Al-Ghadoui der Segel so blöd köpfen? Ja, also der köpft den Howard Nielsen oder von mir aus Howard Nielsen direkt an die Hacke. Wie kann man das nur machen? Klar, ein Abwehrspieler hätte das mit Sicherheit besser gelöst in diesem Moment. Aber für mich ist eigentlich ein anderer Punkt der entscheidende Fehler gewesen, nämlich Mangala, der, als der Freistoß ausgeführt wurde, zumindest Howard Nielsen zugeteilt war und einfach stehen bleibt. Also die Situation entsteht mehr oder weniger. Ja, also der Freistoß wird getreten und Howard Nielsen läuft in Richtung 5-Meter-Raum vom vor dem VfB-Tor und Mangala bleibt einfach stehen am, weiß nicht, 11-Meter-Punkt oder an der 16-Meter-Linie. Auf jeden Fall bleibt er einfach stehen und das ist uns ja auch schon in Sandhausen aufgefallen, dass er so eine gewisse Passivität immer bei Standardsituationen aufblitzen lässt. Also das verstehe ich gar nicht, dass er da nicht mit seinem Gegenspieler mitläuft. Und wäre er mitgelaufen, hätte Nielsen definitiv größere Probleme gehabt, diesen Ball überhaupt zu verarbeiten. So, und dann geht's weiter. Hinter Al-Ghadoui stehen noch Phillips, Karasor, Endo und Didavi. Und die alle sehen den wieder hinter ihnen stehenden Caligiuri nicht, der komplett frei ist. Auch hier bin ich der Meinung, irgendein Spieler muss doch da was sagen, beziehungsweise merken, dass hinter den vier Spielern oder hinter sich selber dann halt eben noch jemand freisteht. Also das ist halt einfach richtig scheiße verteidigt. Ja, dass die alle eingerückt sind, das geht halt nicht, ne? Also warum? Also gibt's ja gar keinen Grund, dass bei einer Standardsituation auf einmal dann ein Spieler so frei da steht, weil selbst wenn Al-Ghadoui dann irgendwie nicht optimal klärt und der Ball dann nochmal da runterkommt im 16, also warum steht halt ein Spieler da so frei nach einem ruhenden Ball? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, die haben so ein bisschen auf Abseits spekuliert, das siehst du auch daran, der Ball ist noch nicht mal richtig im Tor. Ja, da heben schon Endo, Castro und Stenzel den Arm und Mangala schaut schon zum Schiedsrichter. Das Manuel Neuer-Syndrom, ja. Ja, aber das kannst ja, also das ist ja das, was mich so nervt in dem Moment. Natürlich, wenn du so konsequent dann direkt schon den Arm hochreißen kannst, dann spring halt von mir aus einfach noch in diese Richtung zu Caligiuri. Das hätte wahrscheinlich gereicht, wenn einer nur, weiß ich nicht, einen Meter an Caligiuri dran gestanden wäre, dann hätte die Situation schon komplett geklärt werden können, aber stattdessen löst man diese Situation einfach nicht besonders gut. Und das sind einzelne Fehler, die wir jetzt aufgezählt haben. Karasor, der diesen Kopfball nicht richtig setzt. Dann Endo, der einen wichtigen Zweikampf verliert. Und dann würde ich Mangala noch eine große Schuld zusprechen, der einfach mit seinem Gegenspieler nicht mitläuft. Tja, und dann versagen eigentlich vier Leute noch im Kollektiv. Und zack, steht's 0-1. Und dann ist es ja eigentlich schon klar, dass es besonders schwer wird gegen so eine Mannschaft, die sowieso die ganze Zeit schon bissig ist und dir das Leben schwer macht. Die freuen sich ja mehr oder weniger, dass sie jetzt kontern können gegen dich. Und letzten Endes haben sie genau das gemacht. Also sie haben den VfB dann ins Leere laufen lassen, auch wenn man sich dann bemüht hat, nochmal den Ausgleich zu erzielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Al-Ghadoui hatte in der 60. nochmal eine richtig gute Chance. Da muss man halt auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation noch erinnern kannst, da war es so, dass Silas und Didavi wirklich mit einem Doppelpass sich großartig in den gegnerischen Strafraum dann kombinieren und dann passt Silas von rechts ganz scharf vors Tor. Al-Ghadoui und Scholli noch verpassen, aber eigentlich war das herausragend gemacht von Jeckel und Sauer. Also die Situation habe ich mir wirklich mehrfach angeschaut. Du siehst halt, wie der Jeckel
Al-Ghadoui so ein bisschen vom Tor weghält, einen Arsch ein bisschen rausstreckt, sagt man, glaube ich, dazu. Und der Sauer genau diese Zehntelsekunde vor Schuli noch am Ball ist, um die Situation noch zu klären. Das ist halt einfach auch bockstark verteidigt. Also da möchte ich jetzt noch nicht mal den VfB-Stürmern jetzt hier irgendwie eine Schuld zuweisen, dass die das Tor nicht gemacht haben. Das war richtig, richtig gut verteidigt. Also da hat man auch so ein bisschen Pech gehabt, dass da zwei Defensivspieler einfach die richtige Entscheidung getroffen haben in diesem Moment. Ja, Silas hat dann nochmal eine richtig gute Chance in der 67. Minute. Da war es Schurlinov, der in Burchardt Abstoß im Mittelfeld abfängt. Und dann, vielleicht könnt ihr es euch nochmal angucken, in der 67. Minute muss man mal drauf achten. In dem Moment, wo Silas erkennt, dass Schurlinov jetzt hier den Ball abfängt, er steht da an der Mittellinie auf der rechten Seite, zieht er auf einmal einen Sprint an und alle sprechen von Haaland. Also das war unser Haaland-Moment. Ey, das war wirklich stark, wie er da in Richtung Strafraum sprintet. Und Schurlinov macht das auch gut, trippelt sich anschließend wirklich gut durchs eigentlich dicht gestaffelte Zentrum von den Fürtern und spielt dann den Schnittstellenpass auf Silas. Der erste Kontakt von Silas passt nicht so 100%. Das ist dann letzten Endes wahrscheinlich der entscheidende Fehler, warum er die Bude nicht macht. Aber trotzdem, das ist halt auch eine Qualität von Silas, kommt er noch zum Abschluss und tunnelt beinahe Burchardt. Aber ja, der hat es halt auch wieder stark letzten Endes gemacht, die Füße noch zusammenbekommen, das Ding entschärfen können, aber für mich war halt ja auch wieder die Stärke von Silas, wie er sich da einfach im richtigen Moment entscheidet, für den Sprint nach vorne geht und dann diese Chance bekommt und ja, ärgerlich, dass er sich da nicht belohnt. Also das war eigentlich richtig, richtig stark von Silas. Oh. Ja, genau, aber genau diese Ballannahme und der erste Kontakt, das ist ja das, was halt sein Problem ist. Ne? Da kannst du wirklich eine Münze werfen. Manchmal ist er gut und die andere Hälfte der Zeit ist er halt irgendwie nicht gut. Und selbst wenn er nicht gut ist, kommt er durch seine Schnelligkeit dann trotzdem noch irgendwie an Ballerball nicht mehr so, dass er halt konsequent abschließen kann. Also das ist halt, finde ich halt, seine große Schwäche noch, dass er halt wirklich, wenn er den Ball bekommt, halt den halt oft nicht so gut verarbeitet, wie es vonnöten wäre, sondern die Bälle halt verspringen, dass er sich zu weit vorlegt und ja, das passt halt auch nicht ganz. Wenn ich heute hier so ein bisschen rumschwimme, fällt es nämlich selber auf, dann liegt das wirklich daran, dass ich hier ständig auf Skype schaue, läuft die Aufnahme noch? Gibt es irgendwelche Nachrichten von Skype? Okay, ich dachte, du sagst jetzt, weil ich ständig auf Sky gucke, wie es bei Hannover gegen Holstein Kiel steht, aber du guckst es gar nicht bei Sky, sondern bei Skype. Nee, also Hannover und Kiel sind mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es steht übrigens 1-0 für Hannover. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Nee, es ist wieder mal die Aufnahmesituation, die mich nervös macht und bitte seht mir das nach. Nächste Woche wird alles besser und ich drücke mich dann auch wieder etwas besser aus als heute. Sorry dafür. Also, 74. Minute, noch eine interessante Situation. Da kann man darüber sprechen, ob es vielleicht für Paul Seguin die gelb-rote Karte hätte geben müssen. Da gab es so ein erstmal ein Wortduell mit mehreren Spielern, hauptsächlich Mangala, und Orell lässt sich dann eigentlich zu einer Dummheit hinreißen und packt Seguin an den Hals. Wie bewertest du die Situation? Ja, dieser klassische an den Halsgriff, finde ich, der geht halt auch irgendwie gar nicht, ne? Das sollte man lassen und ich finde, der Schiedsrichter hat es in dem Fall mit einer relativ losen Leine ganz, ganz gut gehandhabt, finde ich. Ich fand es auch gut, wie er es gelöst hat. Also es gab ja auch wieder, wie es ja eigentlich immer beim VfB so ist, Kritik am Schiedsrichter, Selbstdarsteller und was weiß ich, was ich da alles gelesen habe, sehe ich ein bisschen anders. Ich fand, der hat die Situation eigentlich immer sehr, sehr gut erklärt. Ich finde es besser so, wenn der Schiedsrichter wirklich seine Entscheidungen dann auch den Spielern mitteilt. Also nehmen wir nochmal ganz kurz die 20. Minute. Da erklärt der Castro, du kannst das ja fast von den Lippen ablesen, Handspiel, und danach noch Ball wegschlagen, das ist halt gelb. So. Ja. Und zuvor erklärte auch Seguin, warum er jetzt die gelbe Karte bekommen hat, obwohl er ja gar keinen Foul gemacht hat bei irgendeiner Situation. Da ging es darum, dass er nach jeder Entscheidung gegen die Fürther sich darüber aufgeregt hat. Da sagte der Schiedsrichter, pass auf, 1, 2, 3, 4 Mal. Das fand ich aber schön, als er ihm das gezeigt hat, weil normalerweise ist irgendwie 1, 2, 3, jetzt kriegst du gelb. Und ich glaube, bei Seguin hat er wirklich bis 5 oder bis 7 zählen müssen. Das war herrlich. Also, nee, da hat er gut 10 gehoben. Ja, und das finde ich völlig okay. Also klar kann man das vielleicht kritisieren an manchen Stellen, dass er dann zu sehr im Mittelpunkt stand. Ich bin auch ein Fan davon, dass man danach nicht unbedingt weiß, wie der Schiedsrichter heißt. Und zwar deshalb, weil man einfach gar nicht den Schiedsrichter großartig wahrgenommen hat. Aber ja, besonders negativ ist er mir jetzt hier nicht aufgefallen, bis auf diese eben Elfmetersituation, die er falsch entschieden hat. Und jetzt hier bei der Situation finde ich, hat er das wirklich sehr, sehr gut gelöst, weil er gesehen hat, dass ein Wechsel anstand und er hatte dann Mangala auch zu verstehen gegeben, ganz schnell jetzt vom Platz, sonst ist ja Feierabend für dich. Und ich glaube, dass Seguin hier nicht gelb-rot gesehen hat, war auch dem geschuldet, dass Mangala sich zu dieser Dummheit hat hinreißen lassen, weil
konsequent wäre gewesen, Seguin gelb-rot zu geben und Mangala rot. Also deswegen bin ich eigentlich mit dem Ausgang jetzt ganz zufrieden, dass Mangala ausgewechselt wurde und dann eben Seguin auf dem Platz bleiben durfte. Übrigens, ganz kurz noch zu dem Spieler, der hat ja wirklich bei der VfB-Timeline hart gelitten, aber ich finde, das ist eigentlich ein geiler Spieler. Ja? Er hat eine hohe Qualität, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Treter oder so, sondern der kann richtig gut kicken, enorm pressingresistent, gute Pässe, also den trennst du nur ganz, ganz schwer vom Ball und der hat halt wirklich eine Qualität, die er mit in dieses Spiel reinbringt, gute Standards. Auch wenn Fürth, glaube ich, noch nie ein Tor nach einer Ecke erzielt hat. Aber trotzdem kann der schon gute Standards treten. Und ja, ich mag den eigentlich als Spielertyp. Weil solche Spieler fordern wir ja auch immer. Ja, wenn es darum geht, was fehlt denn dem VfB und so, dann hört man immer, ja, so ein Spieler, so einen, den bräuchten wir mal. Und wenn wir den dann sehen, dann verurteilen wir den, dass ja, gut, er auf dem Platz so einen wie Seguin halt gerne bei uns sehen und nicht beim Gegner, ne? Also, und auch jetzt im Vergleich halt mit dem Hinspiel war das Spiel ja auch jetzt von der Aggressivität her und von der von den Fouls her auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Deswegen gab es jetzt für den Schiedsrichter auch aus meiner Sicht keinen Grund, da irgendwie rot und gelb-rot zu zeigen, weil das war echt alles im Rahmen. Nee, aber klar, Paul Seguin ist halt so ein Spieler, den du halt als Gegner irgendwie hast und der für die eigene Mannschaft halt sehr, sehr wertvoll ist, halt durch ein sehr intensives körperliches Spiel, aber halt auch durch spielerische Qualität. Und ja, so einer wird dem VfB natürlich auch gut tun, weil das ist vielleicht so ein Spielertyp, der uns halt noch so ein bisschen abgeht, seit Santi nicht mehr da ist. Ja, das musste jetzt sein. Aber der spielt ja jetzt bei der Hertha. Da ist er mit Sicherheit glücklicher als beim Big City Club, ja. Ja, da läuft's ja. Gut, lass uns nicht auf andere Vereine gucken. Wir haben ja selber genügend Probleme. Zum Beispiel in der 75. Minute, als wir das 0-2 durch Sebastian Ernst kassieren. Auch da gab es dann wieder herbe Kritik an einem Spieler. Ich sehe auch hier wieder mehrere Spieler in der Verantwortung. Erstmal geht's damit los, dass Endo im Mittelfeldzentrum ein Kopfballduell gegen Nielsen verliert. Übrigens auch auffällig, dass Endo nach, es war ja so in den ersten Spielen seine Stärke, dass er häufig Kopfballduelle gewinnt. Das nimmt mehr und mehr ab. Also er hat immer häufiger Probleme, dass er zum einen gar nicht in Kopfballduelle geht und zum anderen wieder nicht gewinnt. Und hier konnte man das auch wieder ganz gut sehen, dass er gegen Nielsen dieses Kopfballduell verloren hat. Und über Umwege und eher zufällig wird der Ball von Jeckel dann nochmal heiß gemacht. Karasor verteidigt das dann ganz schlecht gegen Hagota. Und es kommt eine Situation, dass Philips fast vorgeführt wird. Also das ist die Kritik, die ich häufig gelesen habe, dass Philips hier falsch reagiert hat. Bin ich bei jedem, der Philips kritisiert. Das musst du anders verteidigen. Eigentlich muss er nur dastehen und den Weg zumachen. Und er entscheidet sich halt dazu, diese Spielchen mitzumachen, dass er dann immer wieder versucht, diesen Ball irgendwie abzuluxen. Also ich glaube, wenn er einfach nur stehen geblieben wäre, die Füße etwas mehr geschlossen hätte, dann hätte er es besser lösen können, als so wie er es dann letzten Endes getan hat. Aber das ist für mich nicht der entscheidende Fehler gewesen. Schlimmer fand ich es dann, wie im Strafraumzentrum des VfB gedeckt wurde. Aber eins nach dem anderen, also die Flanke kommt von Hagota punktgenau auf den Fuß von Ernst und der macht das Ding dann rein. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass das Ernst ja so frei steht, ja? Also wieso ist da niemand bei ihm? Und man sieht zum Beispiel, dass Schulinov, das hätte erkennen können, dass Ernst relativ frei ist. Und er hätte dann unter Umständen Endo das Kommando geben können, dass er so ein bisschen in Richtung Schulinov, in Richtung Ernst einrückt. Oder er hätte selber zu Ernst gehen können. Also da sind zwei Spieler gewesen, die eigentlich die Möglichkeit hatten, Ernst zu decken. Und man sieht zum Beispiel auch, dass Karasor und Stenzel dann im 5-Meter-Raum ganz merkwürdig stehen. Also auch diese Situation habe ich mir mehrfach angeguckt. Es gibt einen enorm großen Abstand zwischen den beiden. Nielsen hätte dann auch noch problemlos einlaufen können. Also du hast hier vier, ja, wenn du Philips noch mit dazu nimmst, 5 VfB-Spieler im Strafraum, die es nicht hinbekommen, das besser gegen 3 Fürther zu verteidigen. Also das ist halt auch wieder so eine Schlafmützigkeit gewesen, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht auch ein Stück weit Unerfahrenheit. Ich weiß nicht, ob Schulinov sich nicht getraut hat, da was reinzurufen, aber der sieht da sehr, sehr schlecht aus in dem Moment. Ich würde behaupten, dass wenn Massimo noch auf dem Platz gewesen wäre, dieses Tor nicht gefallen wäre. Weil Massimo hat da schon eher das Gefühl für die Gefahr, ja, und geht dann eher mal zu seinem Gegenspieler hin. Das fehlt ihm jetzt hier in der Situation. Also das kannst du auch besser verteidigen. Absolutes unnötiges Gegentor in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, angefangen halt da bei dem Zweikampf Gotha gegen
Ned Phillips, aber da muss man ja auch sagen, dass jetzt Branimir Hrgota jetzt auch nicht so der klassische Zweitligaspieler ist, sondern der hat ja auch schon bei Gladbach und Frankfurt gezeigt, dass er irgendwie ein relativ guter Einzelspieler ist, der es dann aus welchen Gründen auch immer jetzt nie so richtig in der Bundesliga gepackt hat. Klar sieht Ned Phillips da nicht so richtig gut aus, aber ja, sein Gegenspieler war jetzt ja auch kein Nobody. Also insofern trifft ihn natürlich eine Schuld, aber jetzt alles dann auf ihm irgendwie abzuladen, ist dann auch zu einfach. Zu Phillips kommen wir gleich noch. Da habe ich mir noch so ein extra Segment praktisch extra ausgedacht. Das Phillips-Segment. Cool. Ja, das Phillips-Segment. man muss ehrlicherweise sagen, in der Nachspielzeit hatte dann Fürth noch mehrfach die Chance zum dritten Tor. Da hat Kobel das ein oder andere Mal gut gehalten. Der VfB hatte auch noch ein paar Chancen zum Anschlusstreffer. Aber eigentlich war das Ding durch nach dem 0-2. Also das spürte man auch als Fan, dass da nicht mehr viel gehen wird. Ja, und letzten Endes muss man sich dann eben hier mit so einer Niederlage zufrieden geben, auch wenn es hart ist. Genau, das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass der VfB dann ja doch irgendwie so gefühlt das Spiel dann eigentlich hergibt, obwohl noch 15 Minuten zu spielen sind. Also das ist ja auch wieder so Thema Entschlossenheit, Thema Leidenschaft, ne, dass man nicht das Gefühl hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die sich sicher ist, hey, wir können in 15 Minuten noch zwei Tore schießen. Also das Gefühl hatte ich schlichtweg nicht. Und das ist auch so ein bisschen was, was mir fehlt, weil eigentlich könnte der VfB dazu in der Lage sein, aber ich hatte dann das Gefühl, dass der Mannschaft selbst auch der Glauben daran fehlt. Ja, da gehe ich sogar, ja, was heißt sogar, da gehe ich mit. Das Gefühl hatte ich auch nicht, dass man jetzt hier nochmal versucht, irgendwie das Unmögliche möglich zu machen. Und man spielt ja immerhin gegen Fürth. Also es ist jetzt nicht so, dass da, weiß ich nicht, Leverkusen oder so einem gegenübersteht. Und selbst da hast du ja versucht, noch weiter zu spielen. Und da hast du eher das Gefühl gehabt, dass man jetzt noch versucht, irgendwie den Ausgleich zu schaffen. Erinnere dich an diese DFB-Pokal. Ja, ja, klar. Ich meine, genau, steht 0-2 in der 75. Minute und du musst ja nicht mal zwei Tore schießen, du musst ja erstmal nur ein Tor schießen und dann bist du ja dran, ne? Und dann ist es ja ein ganz anderes Spiel wieder. Aber irgendwie dieses Selbstverständnis zu sagen, ja, okay, das ist jetzt halt scheiße, aber hey, wir können das noch irgendwie rausreißen, das fehlt mir, dieses Selbstverständnis. Ja, auch da rechne ich das so wirklich relativ hoch den Fürthern an, was die gemacht haben. Die gehen dir halt ständig auf den Sack. Und ein Mittel, das Stefan Leitl da angewandt hat, nämlich, dass man in der zweiten Halbzeit noch früher die Stücke der Innenverteidiger angelaufen ist. Das war für mich so der Schlüssel zum Erfolg. Also das ist halt auch enorm mutig, weil das kann natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen, wenn da drei Mann auf unsere drei Innenverteidiger draufgehen und dann kommen sie halt nicht an den Ball oder beziehungsweise wir können das spielerisch besser lösen, als uns das gelungen ist. Also das war schon richtig mutig gemacht, aber auch gut gemacht, muss man sagen. Und gleiches gilt für die Abwehr, die übrigens noch nie in Dreierkette, beziehungsweise dann, wenn der VfB den Ball hatte, in Fünferkette aufgelaufen sind. Das haben die in 6 Tagen in der Woche vor dem Spiel gegen den VfB einstudiert. Auch aus der Not heraus. Fürth hat große Verletzungssorgen. Insgesamt 6 wichtige Spieler fallen da aus oder fallen schon länger aus. Jetzt kommt mit Wittek noch der 7. dazu. Das muss man, finde ich, einfach dann auch anerkennen, dass ein Gegner hier ganz, ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und gerade, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie sie das verteidigt haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe alle Spiele durchgeguckt, welche Passgenauigkeit der VfB in der gegnerischen Hälfte hatte. Also alle bislang absolvierten Spiele. Und da war das zweitschlechteste Spiel, was die Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte angeht. Und das liegt natürlich jetzt vielleicht zum einen daran, dass die Spieler nicht ganz so genau gespielt haben oder irgendwie einen schlechten Tag hatten. Aber es liegt auch daran, dass Fürth halt wirklich auch so verteidigt hat, wie sie vorne schon gepresst haben. Nämlich enorm ekelhaft sind die dir immer auf den Sack gegangen, standen die auf dem Fuß, haben die Passwege gut zugestellt. Da war wenig auszurichten mit, sag ich mal, mit einfachen Mitteln, sondern du musstest kämpferisch dagegenhalten. Und da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Das ist nicht die Stärke des VfB. Mhm. So, und da kann man natürlich drüber sprechen. Ja, wie kriegst du das in eine Mannschaft rein, dass die diesen Biss, diesen Jagdinstinkt, ja, da bleibt man jetzt einfach mal bei diesem Matarazzo-Thema, dass man als Jäger auftreten möchte. Wie bekommst du das in eine Mannschaft rein, die eigentlich so die komplette Saison noch nie aufgetreten ist? Also der VfB ist mir noch nie als Jäger aufgefallen. Nö, der VfB spielt halt das, was sie sind, eigentlich eine vermeintliche Erstligamannschaft in der zweiten Liga, ne? Technisch meistens überlegen, aber halt irgendwie oft ohne den nötigen, ja, weiß ich nicht, physischen Punch, den du halt irgendwie brauchst, ne? Der fehlt halt. Also so treten sie halt fast immer auf und das unterscheidet sie natürlich dann auch von Teams wie jetzt Bielefeld oder Heidenheim oder Fürth einfach, ne? Diese Physis, die man zumindest nicht spürt als Zuschauer. Ja, da gehe ich mit. Aber das hat für mich nichts mit fehlender Mentalität zu tun.
was ja dann häufig mal rausgekramt wurde, sondern das ist auch eine gewisse Qualität, die dann fehlt. Das ist halt, weißt du, also der eine kann halt gut schießen, der andere, der kann halt gut kämpfen, sage ich jetzt mal. Und da fehlt es vielleicht dem einen oder anderen beim VfB, dass er technisch hier und da besser ist als seine Gegenspieler, aber der kämpferische Aspekt fehlt ein Stück weit. Was mich wundert. Ja, klar, aber du machst ja aus dem Castro auch keinen Seguin mehr, ne? Das ist ja so. Und du willst es ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil er halt andere Qualitäten hat. Aber dann, ja, ich glaube, damit müssen wir uns abfinden, weil es sind noch 10 Spieltage zu spielen und der VfB wird keine kampfstarke Truppe mehr werden. Also die müssen es dann irgendwie anders lösen und die nötigen Punkte noch einfahren. Ich glaube auch, dass ein Seguin es sehr schwer hätte in der Mannschaft des VfB. Weil wenn du jetzt so guckst, das sind schon Spieler, die ja alle einen gewissen Stil so haben. Also das ist schon technisch sehr hochwertig und ja, Kurzpassspiel, das können sie alle ganz gut. Aber so besonders viele Grätschen und so wirst du nicht sehen. Wobei man auch wieder ehrlicherweise sagen muss, was Tacklings und sowas angeht, da war der VfB nicht viel schwächer als Fürth. Da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen, denn es wurde ja danach thematisiert, nicht nur vom Trainer der Fürther, Stefan Leitl. Fürth sei eine Tretertruppe, würde unfair spielen. Und wenn man so mal schaut und diverse Statistiken zu Rate zieht, dann merkt man ganz schnell, dass Fürth eigentlich keine große Tretertruppe ist in der Liga. Klar, Fürth fault im Ligaschnitt 14 Mal pro Spiel. Das klingt erstmal viel, weil sie damit auch auf Platz 2 landen. Aber nur mal so, um das einzuordnen. Der VfB fault pro Spiel 12 Mal im Durchschnitt. Und sie liegen damit auf Platz 11. Also pro Spiel faulen die, wenn man es jetzt so runterbrechen will, 2 Mal weniger als die Fürther und sind damit gleich dann eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Also das braucht man, glaube ich, nicht so hochhängen mit dieser Foul-Statistik, dass sie da auf Platz 2 stehen, die Fürther. Und auf der anderen Seite, der VfB wird im Ligaschnitt 12 Mal pro Spiel gefoult, liegen damit auf Platz 10 und die Fürther werden 15 Mal pro Spiel gefoult, sind damit auf Platz 1. Das heißt, die Fürther sind auch eher mehr Fouls ausgesetzt als andere Mannschaften, werden häufiger gefoult als andere Mannschaften. Also von daher kann man auch sagen, gut, die wehren sich halt dann, könnte man auch so auslegen. Also ich sehe da jetzt keine unfaire Spielweise von Fürth oder so. Also das kann ich jetzt hier nicht erkennen. In dem Spiel, um das noch abzuschließen, war es so, dass Fürth 17 Mal gefoult hat, der VfB 14 Mal. Und wenn man jetzt die Tackles zum Beispiel sieht, da war es so, dass der VfB 20 Mal getackelt oder den Tackling-Versuch unternommen hat, die Fürther 19 Mal. Und ungefähr gleich viele Tackles wurden von beiden Mannschaften durchgebracht. Beim VfB waren 70%, bei Fürth waren 68% der Tackles erfolgreich. Aber man sieht jetzt hier, dass Fürth da nicht übermäßig hart gespielt hat gegen den VfB. Und deswegen lasse ich diese Ausrede auch nicht gelten, dass Fürth hier ja, mit unfairen Mitteln sich letzten Endes zum Sieg gemogelt hat, um es mal so auszudrücken. Ja. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest zu der Diskussion, dass Fürth eine Tretertruppe sei. Also ich finde, nach dem Hinspiel konnte man dieses Urteil durchaus fällen, dass Fürth sehr hart gespielt hat und die VfB-Spieler dann auch vom Schiedsrichter nicht adäquat geschützt wurden vor dieser Härte. Aber jetzt in dem Spiel am Samstag habe ich das nicht gesehen. Und grundsätzlich finde ich auch, dass es einer Mannschaft, die vermeintlich weniger Qualität hat, durchaus zusteht, das Spiel auch durch Fouls auf ihre Seite zu ziehen, ne? Denn dafür ist der Schiedsrichter da, der das sanktioniert, wenn die Fouls zu hart werden oder wenn die Fouls Überhand nehmen, der kann das dann mit Karten sanktionieren und sorgt dafür, dass halt eine Mannschaft das Spiel nicht durch Fouls entscheiden kann, aber dass es ein taktisches Mittel sein kann, eine technisch überlegene Mannschaft aus dem Spielfluss zu bringen, das gehört zum Fußball dazu und darauf muss sich dann halt auch die vermeintlich bessere Mannschaft einstellen, aber das habe ich am Samstag auch jetzt nicht so gesehen, dass Fürth überhart gespielt hat. Dann gab es auch noch das Thema, dass Silas, das haben wir vorhin schon angerissen, vielleicht mal wieder auf die Bank gehört. Und auch da konnte man natürlich dann relativ unqualifiziert lesen, der kann nichts und das weiß ich. Auch hier habe ich noch mal ein paar Daten dazu. Also Silas war an jeder gefährlichen Offensivaktion des VfB beteiligt in diesem Spiel, hat 2 Chancen eingeleitet, 67% Passquote, das ist in Ordnung. Das ist natürlich jetzt kein Spitzenwert, aber es ist in Ordnung. Insgesamt hat er 3 Mal aufs Tor geschossen. Torschüsse insgesamt von Silas waren 8, aber trotzdem 3 aufs Tor. Keiner hatte mehr beim VfB. 5 Dribblingsversuche oder Dribblingversuche. 3 davon waren erfolgreich. Auch da liegt er ganz weit vorne. Und was ich zum Beispiel auch mal geschaut habe, weil ja oft Silas unterstellt wird, er verliert den Ball und was weiß ich. Also er hatte jetzt 17 Ballverluste in dieser Partie. Daniel Didavi hatte 18. Roberto Massimo auf der anderen Seite hatte nach 45 Minuten 10 und Darko Schulinov, der dann eben für Massimo kam, hatte ebenfalls nach 45 Minuten 13. Deswegen würde ich sagen,
17 Ballverluste ist jetzt kein Wert, wo man, ja, dann braucht man sich nicht irgendwie, weiß ich nicht, auf die Wade tätowieren lassen, aber es ist jetzt auch kein besonders schlechter Wert. Also deswegen finde ich diese Kritik etwas unangebracht. Und was ich auch viel zu wenig erwähnt finde, ist, dass Silas auch gegen den Ball hervorragende Arbeit leistet. 3 Tackles hat er gesetzt, keiner hatte mehr. Nur Endo hatte auch 3 Tackles, sonst hatte kein VfB-Spieler mehr Tackles. Und das Gute war, Silas hat alle seine Tackles auch noch gewonnen. Also das waren immer erfolgreiche Tackles und das schlägt sich dann auch in seiner Zweikampfquote nieder, auch wenn die jetzt für mich nicht so hoch zu hängen ist wie vielleicht andere Parameter, aber trotzdem gewinnt Silas für einen Wingback relativ viele Zweikämpfe. Und er ist ja eher ein Wingback, der sich nur nach vorne orientiert. Aber er hat ein paar Mal gezeigt, dass er auch hinten mithelfen kann und auch Zweikämpfe gewinnen kann. Also ich verstehe die Kritik in Richtung Silas ganz ehrlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du da nochmal eine andere Perspektive hast. Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich mag den Spieler total. Ich meine, auf die Frage, kann man ihn mal wieder auf die Bank setzen? Natürlich kann man so einen jungen Spieler wie ihn mal auf die Bank setzen, wenn man der Meinung ist als Trainer, ich spiele jetzt mal mit Doppel-Ochsen, Sturm, Gomez, Al-Ghadoui. Natürlich kannst du ihn auf die Bank setzen, aber ich finde seine Leistungen schreien jetzt nicht dafür, dass er nicht wieder in der Startelf stehen kann, weil das ist halt nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wird. Und viel wichtiger, er bringt halt eine Qualität ins Stuttgarter Spiel durch seine Schnelligkeit, die sonst halt niemand zu bieten hat. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase wenn er da über links kommt mit seiner Geschwindigkeit und dann auch noch einen Gegenspieler ausspielen kann, da gibt's halt sonst niemanden im Kader, dem ich das so zutrauen würde. Dann das Manko ist halt, wie gesagt, noch vielleicht der erste Ballkontakt und natürlich dann der Abschluss. Ja, aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass er noch Entwicklungspotenzial hat und er besser wird als schlechter, und insofern bin ich da total dafür, ihn weiter spielen zu lassen. Weil ich gerade immer wieder auf die Skype-Aufnahme gucke, sehe ich, wir sprechen schon eine Stunde über dieses Spiel. Wie immer, muss man fast schon sagen. Deswegen muss ich das Tempo natürlich jetzt ein bisschen anziehen. Es liegt nur an mir, Sebastian. Keine Kritik an dich, sondern das bin ich wieder, der viel zu viel labert. Gut, Philips, ganz kurz noch. Auch das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Da gab es ja auch dann die Forderung, der müsste jetzt wieder auf die Bank. Und da kann man, denke ich mal, ja, da bin ich eher der Meinung derjenigen, die sagen, er ist aktuell nicht so stark, wie man sich das vielleicht erhofft, oder beziehungsweise jetzt gegen Fürth war er das nicht. Dennoch muss man sagen, von der Dreierkette ist es der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewinnt. Ja, 64% in diesem Spiel, Karasor 62%, Stenzel nur 38%, kein besonders guter Wert. Insgesamt ist Philips auch, also in der kompletten Liga, momentan auf Platz 3 der Innenverteidiger mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Da ist noch der Markreiter dabei, der hat nur 11 Spiele bestritten, also da ist die Fallzahl etwas geringer. Könnte sein, dass er da vielleicht sogar noch am Markreiter hätte vorbeigehen können, wenn der noch weitere Spiele bestritten hätte. Also er weiß schon, wie man sich ja im Zweikampf verhalten muss. Auch was den Luftzweikampf angeht, ist er wichtig für das Spiel des VfB Stuttgart, hat 5 bestritten gegen Fürth, hat 4 davon gewonnen. Gerade gegen Havard Nielsen ist das echt ein guter Wert, weil da kommen wir auch noch ganz kurz drauf zu sprechen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt war. Und was man ihm, denke ich mal, angreifen muss, sind die vielen leichten Ballverluste. Also die sind schon auffällig. Es gibt natürlich die Zahlen, da kann ich immer welche finden, die jetzt belegen, dass Spieler X oder Y besser ins Spiel passt als ein anderer. Aber du hast ja auch so ein gewisses Gefühl, wenn du dieses Spiel siehst und siehst halt, Philips hat immer mal wieder so einen leichten Ballverlust mit drin. Und wir haben es ja auch schon bei Karasor in der Hinrunde häufiger thematisiert. Was nützt es dir, wenn du 99,1% deiner Pässe an den Mann bringst und das eine Ding ist halt ein Fehlpass und das sorgt dann dafür, dass du das Spiel 0-1 verlierst. Also man muss natürlich das dann auch so ein bisschen von der Seite betrachten. Und da gebe ich jedem recht, der sagt, diese Ballverluste sind etwas zu leichtfertig. Das Passspiel ist ausbaufähig. Mit 68% ist das nicht besonders gut als Defensivspieler. Nur mal so als Richtwert. Der Mannschaftsschnitt in der eigenen Hälfte liegt bei 84,5%. Also da fällt er schon deutlich ab. Auch im Vergleich zu seinen beiden Mitstreitern in der Dreierkette. Karasor kommt auf 75% Passquote und Stenzel auf 86%. Also da kann man schon sagen, es ist ein Unsicherheitsfaktor, gerade was dann das Aufbauspiel angeht. Da muss er sich verbessern. Zu viele Ballverluste, schlechtes Passspiel. Wie siehst du es? Philips mal raus und dafür Bartsch über rein? Oder sagst du, nee, der muss weiterspielen, der macht es an und für sich eigentlich gar nicht schlecht? Er ist halt ein total solider Innenverteidiger. Jetzt hat natürlich Materazzo in Zukunft dann mit Kaminski und Bartstuber dann die Qual der Wahl für die Innenverteidigung. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt gerade im Spitzenspiel gegen Bielefeld jetzt einen der zwei Langzeitverletzten, die gerade wieder jetzt mit dabei sind, reinwerfen möchte. Weiß ich nicht. Also ich
glaube, zumindest gegen Bielefeld würde ich noch auf die, da kommen wir dann später noch zum Startelf-Tipp, auf die Spieler setzen, die bislang gespielt haben, aber danach sehe ich dann schon auch wieder einen Badstuber und oder einen Kaminski in der Innenverteidigung. Der Startelf-Tipp wird heute spannend, das kann ich schon mal versprechen, der Tipp ist sehr schwer. Gut, abschließend 5 Spiele, über die wir sprechen müssen, und Sebastian, ich rate das jetzt hier einfach runter, weil ich muss ein paar Sachen dazu sagen und du kannst dann gerne intervenieren, wenn du noch irgendwie was beitragen möchtest, aber die Rubrik gefällt, glaube ich, mir am besten von allen, die sich diesen Podcast anhören. Ja, dann ratter mal, ich bin gespannt. Der erste Spieler, den ich hier mit reinnehme, ist Daniel Didavi, der für mich kein schlechtes Spiel gemacht hat. 65 Kontakte, das sind die meisten aller Offensivspieler. Und nur die Spieler der Stuttgarter Dreierkette hatten mehr Ballkontakte in dieser Partie. Mit 69 war Stenzel derjenige, der die meisten hatte. Aber erinnere dich mal an die alten Walter-Zeiten. Da kam so ein Stenzel schon mal auf deutlich über 100. 100, ja. Also, ja, das sieht jetzt schon dann doch ein bisschen anders aus. Dazu kommt, dass Daniel Didavi 5 öffnende Pässe gespielt hat. Also im Großen und Ganzen fand ich die Partie von Daniel Didavi ganz ordentlich. Deswegen wollte ich ihn hier erwähnen. Ja, vor allem in der ersten Halbzeit diese Schnittstellenpässe auf der linken Seite, wo dann halt irgendjemand links auf dem Flügel hinterläuft, also oft dann Silas. Das war ja ein Traum, wie wohltemperiert und wie exakt die dann immer da reingespielt wurden von der Daniel Didavi. Also das war ganz großes Kino, fand ich. Gehe ich sofort mit. Umso ärgerlicher ist dann halt dieser Abschluss von ihm, ja. Der genau das Gegenteil eigentlich war von dem, was er sagt. Ja, vielleicht sollte er ins Tor reinpassen und nicht schießen oder so, ich weiß nicht. Aber das, also wenn er so abschließen würde, wie er seine Pässe spielt, dann hätte er viel mehr Tore auf dem Konto. Ja, da gebe ich dir recht. Weiterer VfB-Spieler, der es in die 5 Spieler geschafft hat, das ist Wataru Endo. Allerdings diesmal nicht, weil ich ihn so besonders gut fand, sondern weil das für mich eher ein schlechteres Spiel von ihm war. Er konnte nur 50% seiner 2 Kämpfe gewinnen. Was die Luftzweikämpfe angeht, konnte er von den 4, die er geführt hat, nur 1 gewinnen. Das war nicht so besonders gut. Also am Boden hat er das eigentlich ganz souverän gemacht, aber in der Luft lässt er so ein bisschen nach, möchte ich mal sagen. Dazu kommen 13 Ballverluste, die insgesamt jetzt vielleicht noch nicht mal so viel klingen, aber da auch hier das Problem, dass es dann oft in prekären Situationen waren. Also das waren dann immer wieder so Ballverluste, wo dann direkt die Fürther daraus eigentlich vielleicht jetzt, sagen wir mal, Gefahr ausgestrahlt haben, nicht unbedingt gleich eine Chance herausgespielt haben, aber es waren sehr gefährliche Ballverluste, so möchte ich es mal sagen. Und dann kommt was dazu, was mir aufgefallen ist, Wataru Endo glänzte eigentlich in den letzten Spielen immer so als derjenige, der die Bälle abfängt, Gegner blockt oder allgemein Situationen klärt. In dem Spiel gelang ihm das insgesamt nur 3 Mal. Und sonst schafft er das eigentlich immer mindestens 6 Mal. Also auch hier siehst du halt einfach einen Unterschied. Ja? Die Qualität, die er sonst hatte, viele Bälle abzufangen und so, die konnte er hier nicht unter Beweis stellen. Und das war auch ein Grund, warum die Fürther dann eben auch manchmal diese Situation hatten, dass sie im Strafraum dann völlig blank standen. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, das 2-0, das kann man auch Endo ein Stück weit mit angreifen, der ja, Ernst nicht gesehen hat oder die Situation falsch eingeschätzt hat. Deswegen habe ich jetzt Endo nochmal mit dabei. Wir haben ihn immer gelobt, dann kann man ihn, denke ich, auch mal kritisieren. So. Ja, aber gefühlt ist ja auch sein Trend eher so ein bisschen absteigend. Ne? Also, so weit will ich noch nicht gehen, Sebastian. Ich sag's mal so, was diese Kopfballstärke angeht, wo wir ja alle gedacht haben, Alter, was geht denn mit dem ab? Das kann er nicht mehr so richtig aufrecht halten. Aber ansonsten ist es für mich schon einer der konstantesten Spieler, die der VfB momentan hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es auch meine Erwartungshaltung, vielleicht meinst auch du das jetzt gerade, wenn du sagst, die Tendenz ist absteigend, man erhofft sich immer noch so den nächsten Schritt. Also man sieht den Spieler und denkt, das ist alles ganz gut, aber könnte jetzt auch nochmal ein weiterer Schritt kommen. Und das fehlt bei vielen Spielern beim VfB aktuell. Ja. Dieser nächste Schritt. Also alles stagniert immer auf so einem soliden Zweitliganiveau. Und das macht einem fast schon Angst, wenn man sich so überlegt, dass man eigentlich aufsteigen möchte. Und dann muss es ja mal so einen Sprung geben. Aber wenn du jetzt die Spieler siehst, die gespielt haben am Samstag, da fallen mir nicht viele ein, denen ich jetzt nochmal so einen Schritt zutrauen würde. Also Mangala, Silas und Kobel sind dann noch welche. Dann wird es aber schon langsam eng von denen, die gespielt haben. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, dass ich kein Massimo, könnte man vielleicht noch sagen, aber auch da bin ich mir noch nicht ganz so 100% sicher, ob er das Zeug hat, wirklich jetzt nochmal so einen entscheidenden Schritt zu machen. Ich finde, er macht das wirklich gut bislang, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das mit Massimo geht. Also bei Silas bin ich mir wirklich sicher, dass der seinen Weg machen wird. Ob der jetzt ein Champions-League-Spieler wird, das sei mal dahingestellt, aber das wird jemand sein, der in der Bundesliga Fuß fassen wird oder in irgendeiner anderen europäischen Top-Liga, da bin ich mir sicher.
Ja, auch Kobel muss sich keine Sorgen machen um seine Karriere, Mangala genau das Gleiche. Aber der Rest ist alles, da weiß man nicht so 100%, in welche Richtung das geht. Also gut, sprechen wir ein anderes Mal drüber. Harvard Nielsen muss ich lobend hervorheben, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Also zum einen ist es halt ein enorm laufstarker Spieler, der deine Innenverteidigung immer wieder vor Probleme stellt. Fast 11 Kilometer hat er als Stürmer abgespult. Also das ist richtig, richtig gut. Hatte zwar auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten, nachdem er aus Düsseldorf nach Fürth gewechselt ist, aber mittlerweile ist er wirklich ein ganz, ganz entscheidender Spieler. Eine Vorlage geliefert, dazu noch 3 Chancen rausgespielt, hat viele Zweikämpfe geführt und ich habe ja vorhin schon gesagt, Luftzweikämpfe, das ist so sein Ding. 12 Luftzweikämpfe hat er geführt, 7 davon gewonnen und das waren halt dann immer wieder diese typischen Wandspielersituationen, aus der dann Gefahr entstanden ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler in diesem Spiel gewesen und ja, auch die Art und Weise, wie er gegen den Ball agiert, hat immer mal wieder so clevere Fouls, das ist eben das, was wir vorhin schon angesprochen haben, immer wieder so clevere Fouls gezeigt, 3 Stück insgesamt, die mir wirklich aufgefallen sind. Und du merkst halt immer, okay, hier ist er halt vielleicht ein Ticken erfahrener, macht das ganz, ganz gut, das sind keine schweren Fouls, aber die unterbinden dann zum Beispiel ja, das Aufbauspiel des VfBs oder sorgen dafür, dass es ein Konter gar nicht erst zustande kommt. Also das macht er einfach richtig, richtig gut. Und was man auch noch erwähnen muss, zusammen mit Branimir Hagota haben Nielsen, ja, hat Nielsen 14 der jetzt inzwischen 36 erzielten Treffer der Vierter markiert. Also das ist schon ein guter Mann, muss man sagen, hat sich gut entwickelt. Genauso überraschend war übrigens David Raum für mich, den man so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Als linker Wingback hat er uns alle überrascht. Rutschte, glaube ich, auch für, jetzt muss ich überlegen, der rutschte, glaube ich, für Jackel oder Sapai in die Mannschaft. Ich weiß nicht, wie sie das gegen wen Wiesbaden taktisch gespielt haben, aber ja, mit Bauer, Sauer und Raum rutschten eigentlich 3 Spieler in die Mannschaft, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Und David Raum hat dann gleich richtig Eindruck hinterlassen. Über 11 Kilometer absolviert, richtig stark, 64% gewonnene Zweikämpfe, hauptsächlich gegen Massimo und Scholinov. Die musste auch erstmal in den Griff bekommen. Und dazu dann auch noch 4 Tackles gewonnen gegen einen so robusten Spieler wie Massimo, der, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, vielleicht jetzt nicht so aussieht, aber wirklich ein harter Spieler ist. Also das ist auch nochmal ein richtig guter Wert. Dazu 60 Ballkontakte, damit die drittmeisten beiführt. Ja, nur Seguin mit 68 hatte mehr und der Torhüter Burchard mit 61 hatte auch einen Ballkontakt mehr als David Raum, hat insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Partie absolviert. Und dann sind wir schon bei für mich dem besten Spieler dieses Spiels, das war Sascha Burchard, 8 Paraden, 61 Ballkontakte, eine Passquote von 70%, das ist halt eben auch wichtig, dass du deine Bälle dann an den Mann bringst. Auch 35 seiner Abschläge, also 35 Abschläge gab es für Fürth in dieser Partie und 21 davon landeten beim Mitspieler. Also das finde ich halt auch wichtig, dass du in solchen Momenten dann nicht, ja, weiß ich nicht, die Bälle ständig verlierst und es ausschlägst und so. Das hat er auch richtig gut gemacht. Und ja, er hat halt gehalten wie eine 1. Ich glaube, er hat auch vom Kicker die 1 bekommen. Und zu Recht. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr starke Leistung von ihm, oder? Ja, aber weißt du, definitiv, also das zieht sich ja leider auch durch die Saison, dass gerade gegen den VfB immer die Keeper des Gegners irgendwie ihr bestes Saisonspiel abliefern. Aber weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich Sascha Burchardt im Fürther Tor sehe? Nee. An das Spiel von Hertha gegen HSV im Jahr 2009. War er da nicht Hertha-Torhüter? Der war Hertha-Torhüter, wurde, glaube ich, zur Halbzeit oder ich glaube, er musste zur Halbzeit eingewechselt werden, er war zweiter Torhüter. Wahrscheinlich war das noch Gabor Kiraj, der sich verletzt hat. Und Sascha Burchardt musste dann reinkommen und hat auch innerhalb von weniger Minuten 2-mal in höchster Not außerhalb des Strafraums per Kopf geklärt und 2-mal den Ball bis an Mittelkreis geköpft, aber jeweils in die Füße eines Hamburger Spielers. Und 2-mal hat dieser Hamburger Spieler dann mehr oder weniger so aus 30, 35 Metern ins Berliner Tor dann eingeschossen. Ja. Einmal war es David Jarolim und einmal war es Seroberto.